Versuchsstadium stecken. Das ist eine gute Nachricht, denn wenn man also länger als 2-3 Minuten braucht, um die Wohnung zu kommen, brechen die 40% der Liebe das ab und sagen, dann geht es zur nächsten Tür oder gehe woanders hin. Das heißt, und dieser Anstieg ist auf Zeit gestiegen, das heißt, es ist gut, wenn man selber was macht. Und damit meine ich nicht nur, dass man das Küchenfenster, was über der Garage ist, wenn man zur Arbeit geht, nicht offen stehen lässt, auch nicht gekippt, sondern, was auch noch viele machen, sondern ich meine eine richtige Sicherung. Nun ist die Wohnsituation unterschiedlich. Wir haben jedenfalls im Bund ein Förderprogramm aufgelegt, dass der Einbruchschutz vom Staat gefördert wird, auch nicht als Kredit, sondern als Zuschuss. Und zwar haben wir das jetzt auch nochmal verändert. Bei einer Mindestinvestitionssumme von 500 Euro und eine feste Tür kostet fast mehr, oder? 800? Ja. Also bei einer Mindestinvestitionssumme von 500 Euro gibt es Zuschüsse von 50 Euro bis maximal 1500 Euro. Das kann man online beantragen bei der KfW. Und das ist etwas, was ich auch anempfehle. Wenn ich das sage, heißt das aber nicht, dass ich jetzt sage, kümmern sich gefährlich selbst um ihre Wohnung, der Staat macht sowieso nichts. Sondern es ist nur eine zusätzliche Hilfe, das zu tun. Was wir machen, ist, vieles von dem, was örtlich geschieht, muss weiter örtlich geschehen. Dazu wird der örtliche Polizeiführer etwas sagen. Aber da wir es mit überregionalen Banden zum Teil zu tun haben, müssen wir eben überregional mehr tun. Das bedeutet, das klingt jetzt total banal, der Informationsaustausch über stattgefundene Einbrüche, der muss über Radebeul und Meißen hinausgehen. Ja. Wenn man sich vorstellt, entlang der A4 oder entlang der A13, und wir sind hier ganz nah an der Autobahn, da kann man sich Wohngegenden angucken. Und wenn das in 3 Wohngegenden entlang der Autobahn stattgefunden hat, dann spricht relativ viel dafür, dass bei der 4. Wohngegend auch stattfindet. Es gibt inzwischen auch Mittel, an denen arbeitet Berlin sogar, an denen arbeitet Baden-Württemberg, Niedersachsen. Sachsen fängt auch an, das nennt sich Predictive Policing. Kann man also aufgrund von Tatmustern der Vergangenheit Vorhersagen machen über die Zukunft. Und da schickt er dann seine Polizisten hin, nicht verstreut, sondern gezielt, um Einbrüche zu verhindern oder die Täter zu schnappen. Das geht aber nur dann, wenn Tatmuster ausgewertet werden. Das heißt, ein in Anführungsstrichen kleiner Wohnungseinbruch in Radebeul, der muss weitergegeben werden. Und zwar nicht nur an Meißen, nicht nur an Dresden, sondern ein zentrales System, damit man solche Bandenentwicklungen, solche Sachen feststellen. Daran arbeiten wir. Das ist ein Mentalitätswechsel. Denn Wohnungseinbruch, das war früher nicht mal was für das Landeskriminalamt. Wenn das Landeskriminalamt gekommen wäre, hätte er gedacht, ich mache was falsch, ich werde hier beaufsichtigt. Inzwischen ist Wohnungseinbruch organisierte Kriminalität. Und das bedeutet, man muss voneinander wissen, sonst kriegt man das, kriegt man die Banden nicht hinter Schloss und Riegel. Wir arbeiten mit den Herkunftsstaaten zusammen, zum Beispiel Georgien ist ein Land, was zentral ist für organisierte Kriminalität in Sachen Wohnungseinbruch. Wir arbeiten mit der Regierung zusammen, wir haben gemeinsame Ermittlungsteams, wir haben da auch ganz gute Erfolge, was die Hintermänner angeht. Wir haben jetzt gerade ein Gesetz verabschiedet, das nennt sich Vermögensabschöpfungsgesetz. Was heißt das? Wenn Sie jetzt bei einem Dieb, den Sie verfolgen, in seine Wohnung kommen und da sind dann vielleicht 50 oder 100 Handys, fragen Sie den, was sind das für Handys? Und sagt er, das weiß ich ja nicht. Ja, kann sein, dass Sie die auch geklaut haben, sagt er, natürlich nicht. Ja, wo kommen die denn her? Ich weiß ich auch nicht, hat hier einer hingelegt, das kommt mir ganz unbekannt. So, und jetzt ist es natürlich wichtig, dass man diese Handys mal sofort beschlagnahmt. Man kann dem aber nicht nachweisen, dass er sie geklaut hat. Deswegen haben wir jetzt mit dem Gesetz zur Vermögensabschöpfung nicht wie die Italiener eine Beweislastumkehr gemacht. In Italien im Kampf gegen die Mafia haben die gesagt, wenn da irgendwo was auftaucht, was unbekannt ist, dann muss er beweisen, dass er das rechtmäßig erworben hat. Und nicht ich als Staat beweisen, dass er das nicht rechtmäßig erworben hat. Soweit sind wir nicht gegangen, das ist auch verfassungsrechtlich ein Problem. Aber Wortlaut ist ungefähr so,
wenn nach normalen Umständen des normalen Lebens erhebliche Zweifel daran bestehen, dass das, was einer hat, rechtmäßig erworben ist, dann können die Sicherheitsbehörden das mal erstmal vorläufig beschlagnahmen. Denn wenn jetzt diese vielen Handys erstmal in Georgien sind, ja, dann ist es nämlich weg. Und der Obermoor von der Diebesbande, den interessiert doch das deutsche Strafrecht nicht, weil er nicht nach Deutschland kommt. Den interessiert aber, es kommt kein Vermögen mehr aus Diebstahl. Und wenn man das beschlagnahmt, ist das, glaube ich, auch ein großer Fortschritt. So haben wir also eine ganze Reihe von Dingen gemacht. Wir haben mit den Nachbarländern spezielle Verträge dazu gemacht. Neuen deutsch-polnischen Polizeivertrag. Wir haben mit den Niederländern, den Belgien, Niederlanden, haben einen starken Rückgang. Aber in Niederlande ist das Risiko, Opfer eines Einbruchs zu werden, dreimal so hoch wie in Deutschland. Wir haben auch eine andere Tradition. Sie wissen das, wenn Sie da mal waren, offene Fenster, keine Gardinen, alles hell und so. Aber die Zahlen gehen auch zurück bei denen. Wir arbeiten sehr gut mit denen zusammen. Weil dann auch deutsche Banden in die Niederlande klauen, die niederländische in Deutschland. Man macht irgendwie im Ausland mehr Straftaten als zu Hause. Auch wegen des Entdeckungsrisikos und vieler anderer Dinge. Also so gibt es eine ganze Reihe von Maßnahmen, die wir gemacht haben, müssen aber noch weitermachen, sodass wir dieser Seuche langsam wieder Herr werden. So, das ist ein kleiner Einblick, den ich geben wollte. Das erklärt jetzt noch nicht, warum in Radebeul wir einen überproportionalen Anteil haben. Das wird sicher nochmal Gesprächsgegenstand sein müssen. Ich wollte nochmal einen kleinen Einblick geben, woran wir arbeiten. Input. Soweit für mich. Vielen Dank. Ja, auch von mir einen herzlichen guten Abend. Ich bin gern gekommen, auch weil Ihr Vorstand, Ihre Wohnungsgenossenschaft für mich kein Unbekannter ist. Das ist wirklich ein Novum. Es gibt bestimmt viele Wohnungsgenossenschaften in meinem polizeilichen Zuständigkeitsbereich, aber ganz wenige, und darunter ist Ihre Wohnungsgenossenschaft, Ihr Vorstand, die sich direkt an mich gewandt haben, die gesagt haben, Herr Protze, hier gibt es eine Situation, wir müssen an einem Tisch zusammenkommen, wir müssen reden. Das haben wir getan, wir haben zusammengesessen, wir stehen im ständigen Austausch und daraus sind natürlich auch polizeiliche Maßnahmen entstanden. Maßnahmen, um auf eine bestimmte Situation, die wir gemeinsam auch einschätzen, die einfach nicht mehr akzeptabel ist, in einer geeigneten Art und Weise zu reagieren. Sie kennen die Entwicklung, Sie sind aufmerksame Zeitungsleser über die Jahre. Wie hat sich Polizei entwickelt in den letzten Jahren? Sie wissen am Ende, dass Radebeul lange Jahre natürlich ein eigenes 24-Stunden besetztes Polizeirevier hatte, dass Coswig ein 24-Stunden besetztes Polizeirevier hatte. Heute gibt es in dieser Region, für die früher drei Polizeireviere zuständig waren, noch eines, das Polizeirevier Meißen. Das muss per se nichts Schlechtes sein. Man kann sich klug organisieren. Das ist unter anderem meine Aufgabe, die Kräfte so einzusetzen, dass sie genau an den Stellen eine gute Arbeit machen, um sie abzuholen mit ihrem aktuellen Sicherheitsempfinden. Aber es ist natürlich so, die Wege werden am Ende auch für Sie als Bürger länger. Wir fordern als Polizei immer, zeigen Sie bitte alles an, zeigen Sie an, wenn Sie Opfer einer Straftat, einer Sicherheitsstörung geworden sind, weil wir einfach auch ein belastbares Lagebild brauchen, auf dessen Grundlage dann natürlich wieder Einsatz von Polizei erfolgt. Und dann höre ich im Gespräch mit den Menschen in der Region, naja, wir zeigen viele Dinge gar nicht mehr an, Herr Protze. Wissen Sie, die langen Wege, bis wir mal einem Polizisten gegenüber sitzen können, die lange Bearbeitungsdauer der Straftaten, die Einstellungspraxis der Staatsanwaltschaften etc. pp. An dieser Stelle nochmal ein großes Plädoyer für ein aktives Anzeigeverhalten. Ohne Ihre Hinweise sind wir in der Polizeiarbeit relativ allein auf uns gestellt. Wir sind zwingend darauf angewiesen und wir gehen auch tatsächlich jedem Hinweis nach. Was wir häufig nicht leisten können oder praktisch gar nicht, ist, dass wir Ihnen irgendwann nochmal einen Rücklauf geben. Ja, ich hatte doch vor 3 Wochen mal angerufen zu diesem Fahrzeug vor dem Gymnasium, da könnten Drogen draus verkauft werden, oder zu dem Fahrzeug mit auswärtigem Kennzeichen, was da im Viertel so komisch stand und schaute. Wir gehen all diesen Dingen nach, das will ich Ihnen einfach an dieser Stelle nochmal versichern. Und wenn ich hier auf den Tisch gucke, dann liegen Ihre Befragungen hier. Finde ich ganz toll, habe ich vorhin schon gestrahlt, weil genau das bewegt mich. Wir haben in der Stadt Radebeul
ein, ich möchte sagen, Dilemma. Wir haben seit mehreren Jahren jedes Jahr einen Straftatenrückgang um einen dreistelligen Straftatenbetrag oder um mehrere Prozent. Auch jetzt wieder 2016 zu 2015 wieder 6% weniger Straftaten. Das hängt natürlich damit zusammen, dass die Menschen am Ende sagen, lohnt es noch, etwas zu beanzeigen? Wie reagiert der Staat, wie reagieren die Behörden dann auf dieses Anzeigeverhalten? Und im Gegensatz zu dieser sinkenden polizeilichen Statistik, die ja Grundlage ist, auch für mich ein Stück weit zumindest, um Personal zum Einsatz zu bringen, um örtliche Schwerpunkte zu setzen, ist Ihr Sicherheitsempfinden. Und vielen Dank für diese Befragung. Ganz großes Dankeschön an den Vorstand, der ohne Absprache mit der örtlichen Polizei gesagt hat, wir erheben mal ein Stimmungsbild. Genau das brauche ich, genau das habe ich vor, die Menschen in der Region einfach mal zu befragen und auf dieser Grundlage eben zu sagen, ja, die Statistik, diese nackten Zahlen, die der Polizei bekannt werden und das Empfinden der Menschen, wie sicher lebe ich hier in dieser Region, in dieser Stadt, in meinem Quartier, gehen einfach in einer Schere auseinander. Und jetzt müssen wir mal nach den Ursachen suchen und diese Schere möglichst wieder ein bisschen zusammenbringen. Was ich ungern machen möchte, ist ständig diese leidliche Ressourcendiskussion. Ne? Die macht heute jeder irgendwo in Verwaltung und Behörden, sagt, ach, wenn ich mehr Leute hätte, dann könnte ich ja dies und jenes. Nein, grundsätzlich ist der Ansatz geeignet, für ein hohes Maß an Sicherheit und Ordnung in der Region zu sorgen. Aber Ihre Mithilfe wird gebraucht, um genau die Schwerpunkte an den Stellen zu setzen, wo es notwendig ist. Und wir haben eine Situation in der Stadt, dass es sich in Radebeul, übrigens in allen Quartieren, sicher und angenehm leben lässt. Und dann haben wir wieder mal so eine Aktion, wo wahrscheinlich eine überörtliche Bande durchs Viertel zieht. Dann gibt es 3, 4 Wohnungseinbrüche und dann ist auch lange Zeit wieder Ruhe. Die Meißner Polizei, die für sie verantwortlich ist, die aber eben auch aus den Standorten Coswig und Radebeul präsent ist. Wir sind ja in Radebeul nicht polizeilos, sondern unsere Funkwagen sind hier unterwegs, insbesondere von Coswig aus. Bürgerpolizisten sind unterwegs, die Sächsische Sicherheitswacht ist unterwegs, Kriminalisten sind in Radebeul disloziert. Wir bieten für sie jeden Arbeitstag der Woche, Montag bis Freitag, einen Anzeigenaufnahmedienst an. Aber ich weiß, die Bedingungen sind trotzdem schwierig und ich weiß auch aus Gesprächen, dass der Anruf in der Ad-Hoc-Situation beim Polizeinotruf eben mitunter auch doch eine Reihe von Sekunden in Anspruch nimmt, bis man einen Disponenten dran hat, bis man dann auch im Rahmen eines priorisierenden Einsatzmanagements auch einen freien Wagen für sein Anliegen bekommt. Polizei muss also mit einer endlichen Ressource klug haushalten. Das ist meine Aufgabe. Und dieses kluge Haushalten bedeutet eben, dass der Lärm an einem Sommerabend, der sie furchtbar nervt, weil da irgendwo in der Nähe des Strandbades eine Party läuft, die völlig aus dem Ruder läuft, in der Priorisierung der örtlichen Polizei mitunter ein Stück weit hinterrutscht, weil sich zeitgleich ein schwerer Verkehrsunfall, ein Banküberfall oder was auch immer ereignet hat. Ne? Also das ist Priorisierung, das tut uns auch leid. Es ist nicht so, dass wir Ihre Anliegen ignorieren wollen oder sagen, das Fahrrad ist weniger bedeutsam, da machen wir jetzt mal nichts. Im Gegenteil, ich hatte gesagt, bitte alles anzeigen, bitte jeden Hinweis geben, auf ganz unterschiedlichen Kanälen übrigens, durch die persönliche Vorsprache, durch die Online-Anzeige, durch das Gespräch mit den Bürgerpolizisten, durch eine formlose Mail an das Polizeirevier. Also Sie haben ganz viele Möglichkeiten, uns zu erreichen. Also noch einmal, ich habe ein gutes Gefühl zur Sicherheitslage in der Stadt Radebeul. Es könnte immer besser sein, gar keine Frage. Auch ich wünsche mir, dass ich den einen oder anderen Funkwagen mehr für Sie unterwegs haben kann. Aber ich denke, bis dato haben wir die Ressource klug zum Einsatz gebracht und sollten wir im Ergebnis feststellen, dass es Entwicklungen gibt, die eben jetzt aus den nackten Zahlen heraus nicht erkennbar sind, ich sagte es, minus 4%,
dann müssen wir uns einfach nochmal gemeinsam zusammensetzen und müssen reagieren, weil das muss nicht für alle Zeit so festgeschrieben sein. Das dürfen Sie von Ihrer Polizei erwarten, dass wir unsere Hausaufgaben machen, dass wir gucken, wie entwickelt sich die Situation in der Gegend und mit Ihnen gemeinsam dann auch zu dem Schluss kommen, hier müssen wir konzentriert dagegen vorgehen. Und dann sehen Sie in diesem Zusammenhang auch nicht immer die Polizisten. Also wir machen als Revier Meißen, wir setzen Zivilfahrzeuge ein, wir setzen Zivilbeamte ein, wir spielen also die ganze Klaviatur des einem Polizeirevier möglichen Instrumentariums, um natürlich Täter festzustellen und Tatgelegenheiten halt auch zu reduzieren. In diesem Zusammenhang noch eine Bitte neben diesem offensiven Mitteilungs- und Informationsverhalten an Sie, wenn Sie Beobachtungen machen oder wenn Sie Opfer einer Straftat werden, dass Sie bitte unmittelbar die Polizei kontaktieren. Wir machen immer wieder die Erfahrung, dass mit einem Zeitverzug, der ganz unterschiedlich begründet sein kann, aber für uns in der weiteren Ad-hoc-Intervention natürlich äußerst schädlich ist, dann erst mit Zeitverzug eine Information an die Polizei kommt. Ich sage ein Beispiel, ich bin beraubt worden und rufe dann anderthalb Stunden später die örtliche Polizei an. Und wenn wir dann kommen und mit Fahndungsmaßnahmen auch schauen im Raum, können wir der Täter noch habhaft werden, dann ist natürlich vieles vorbei. Deswegen meine Bitte, sehr schnell und sehr zeitnah anrufen, in der Leitung bleiben beim Polizeinotruf. Und dann können wir tatsächlich auch, je nach Dringlichkeit der Situation, auch zeitgerecht da sein. Vielen Dank erst einmal. Ja, da habe ich die undankbare dritte Rolle, jetzt anzuschließen an Bundesinnenminister und Leiter Polizeirevier Meißen. Ich will vielleicht mal mit einer Situation anfangen bei Zahlen, um das nochmal zu verdeutlichen, was uns Sorge macht und was wir auch in den monatlichen Sicherheitskonferenzen mit der Polizei immer wieder ansprechen. Herr Protz hat vorhin richtigerweise gesagt, dass in den letzten Jahren die Gesamtkriminalitätszahl durchaus runtergegangen ist. Ich habe jetzt nur mal die 15er-Zahlen für uns vorliegen, von 14 zu 15, von 6.649 Fälle auf 100.000 Einwohner. Genau, alle. Die Häufigzahl auf 100.000 Einwohner ist es gesunken auf 5.385. Also da kann man das für 16 analog ist. Was aber so gemacht ist, dass das, nennt sich Diebstahl unter schweren Umständen, also im Regelfall jetzt mal verkürzt gesagt Einbruch, wir im Jahre von 11 zu 12 parallel zu Dresden einen deutlichen Anstieg hatten, während wir also vorher so regelmäßig Zahlen, Einbruchszahlen in Radebeul so um die 250 hatten pro Jahr, ist das dann hochgegangen auf 500, 520 und ist seitdem nicht abgesunken. Ganz stabil in dieser Größenordnung. Und da werden wir im Kreis nur noch überholt, einfach von der Größe her von Riesa. Meißen hat in etwa das Niveau wie wir. Und deswegen ist es der Umbruch hat stattgefunden, 11, 12. Jetzt ist die Frage einfach, was sind Situationen oder was können wir tun? Da will ich einfach mit dem anfangen, was wir als Stadt tun können. Auch wenn das natürlich für die Polizeivollzugsdienst sind, dann ein Stück eingeschränkt ist, aber auch dazu gehört. Und ich denke, das Wesentliche, was ein Stück gelitten hat, und zwar in ganz Deutschland, ist das Thema Sicherheitsgefühl an dieser Stelle. Das wäre also das, rüberbringen. Wir haben seit vielen Jahren, beteiligen wir uns finanziell als Stadt, dass wir auch uns finanziell beteiligen an den Sächsische Sicherheitswacht bzw. Bürgerpolizisten, was nicht allgemein üblich ist in Sachsen, dass wir als Stadt also unseren Teil dazu leisten, dass dieses Personal überhaupt auf die Straße kommen kann. Das Zweite, wir haben uns jetzt entschieden, wobei das auch immer so eine Frage ist, Finanzen und Personal, wir haben uns jetzt entschieden, dass wir zwei zusätzliche gemeindliche Vollzugsbedienstete einstellen. Die Ausschreibung läuft, um einfach hier, da sind wir zwar nicht für die Kriminalitätsverfolgung vorrangig da, sondern das Thema Ordnung und Sauberkeit, dass wir mit diesen zwei Leuten tatsächlich dann auch Schichtdienst und Wochenenden abdecken können, um einfach hier auch ein Stück mehr
sag ich mal, Sichtbarkeit an dieser Stelle auch zu bringen. Was sind aber, was wir auch noch machen, regelmäßig mit dem Polizeirevier monatlich, wenn Not tut, natürlich dann auch in kürzeren Abständen, in der Sicherheitskonferenz aktuelle Kriminalitätsschwerpunkte, Ordnungsschwerpunkte absprechen und gemeinsam dann auch Maßnahmen, sei es Gaststättenkontrollen, sei es Verkehrsprobleme, die es gibt, Umleitungssituationen, besondere Einbruchssituationen, wo wir gemeinsam dann auch die Kräfte bündeln können. Was sind aber aus meiner Sicht die Probleme, die es gibt? Und die können wir, denke ich, nur gemeinsam lösen. Da können weder die Stadt alleine noch Land oder Bund eins. Wir brauchen, und das ist eins dieser Themen, sage ich mal, Sicherheitsgefühl, ist der Thema Sichtbarkeitsdruck. Es muss also gelingen, tatsächlich einen Mann, eine Frau in Uniform zu sehen, einen Wagen zu sehen, das vermittelt irgendwie unterschwellig, ob es objektiv was bringt, sei mal ganz dahingestellt, aber es vermittelt dieses Gefühl Sicherheit. Deswegen auch unser Thema mit den 2 GVBs, die wir auch dann in entsprechender Kleidung, dass man die einfach sieht. Und da ist einfach der Wunsch oder die Forderung auch, dass jetzt die ausgefallenen Bürgerpolizisten, die einfach in Ruhestand gegangen sind, dass die auch zeitnah nachbesetzt werden, die Ressourcen ausgebildet werden, das Geld ist dafür da, damit sie einfach sichtbar sind, ob das in Straßen, ob das in Jugendtreffs, ob das sonst wo ist in diesem Bereich. Und deswegen wird unsere Forderung als Stadt immer bleiben, ich bin auch Verwaltung, ich weiß, dass es da immer Ressourcenknappheit gibt und deswegen haben wir damals auch schweren Herzens zugestimmt, dass es das Revier Coswig mit dem Revier Radebeul zu einem Revier gemacht wird. Was uns jetzt schon deutlich mehr so gemacht ist, dass über die Hälfte des Landkreises an der Wohnbevölkerung jetzt von Revier Meißen nochmal eine Fusion kam. Das hat dieses Gefühl einfach nicht gut getan dafür. Und hier sollte man sehen, entweder natürlich aus Radebeuler Sicht, dass wieder das Revier Coswig Radebeul zurückkommt, aber ansonsten, dass hier doch vom Ressourceneinsatz, von der Sichtbarkeit, dass auch gelebt wird an dieser Stelle, dass wir hier vor präsent sind und dann nicht gesagt, wir sind jetzt gerade sonst wo unterwegs. Ein anderes Thema, und das hat der Innenminister vorhin gesagt, ich halte es einfach nochmal hoch, das ist der Einbruchatlas für Deutschland. Und da sieht man je nach der Farbigkeit, sieht man, wo es wenig gibt und wo es intensiv was gibt. Und da sieht man, dass hier sozusagen die süddeutsche, nennen wir süddeutschen Halbmond oder wie man es auch sagen will, hat eine deutlich geringere Einbruchssituation. Und da komme ich auf eins, was mir so gemacht hat, da will ich schon mal das Thema Laufs ansprechen. Das ist auf vielen von Ihnen gibt schwere Beine. Sie sagen hier oben, das ist nicht Sachsen. Das ist dann Berlin. Ja, ja. Beginnt dann durch Berlin. Das Rot. Und da sollte man sich doch mal fragen, warum ist das in Bayern so deutlich weniger? Und da will ich einfach mal das Thema Laufs nochmal ansprechen. Das hat uns wahnsinnig beschäftigt. Die Wohnungsgenossenschaft, viele Bürger haben, wir als Stadt haben Anzeigen ohne Ende gebracht. Was war die Situation? Die sächsische Staatsanwaltschaft hat das listenweise eingestellt. Punkt aus. Als dann einer dieser Matadoren zufällig nach Bayern studieren gegangen ist und in Bayern mit den gleichen Schriftzeichen auffällig wurde, hat Bayern ein Amtshilfeersuchen an uns gestellt, an die sächsische Sicherheitsbehörden. Und dann gab es hier die Durchsuchungen. Und das ist dann die Thema, aus meiner Sicht, in diesem Bereich gehört es auch dazu, das ist jetzt eher nicht Polizei, das ist dann Staatsanwaltschaft an dieser Stelle. Wir müssen die bayerische Nulltoleranz einfach hier auch leben. Es darf diese Gewöhnung nicht geben und ich bin auch nicht bereit, mich daran zu gewöhnen, dass wir unsere Wohnung verbarrikadieren müssen. Ich will mein Lebensgefühl nicht ändern. Und was wir auch nochmal, denke ich, gemeinsam, und da sind Sie genauso gefordert wie wir müssen auch wieder gemeinsam lernen, beim Nachbarn hinzuschauen. Damit man sagen kann, du, heute, da war ein Auto oder da hat einer geguckt, den habe ich hier noch nie gesehen. Und vielleicht sich auch das Kennzeichen. Das müssen wir alle gemeinsam leben und da haben wir auch, müssen wir uns vielleicht alle
ja, an die eigene Nase fassen, dass wir das manchmal nicht mehr tun. Ja, überlegen Sie mal, in der Wissenschaft ist noch relativ gut gelebt, aber wissen wir denn tatsächlich oder interessieren wir uns tatsächlich für unseren Nachbarn? Haben wir, wissen wir da, wer nicht hingehört? Und das sollten wir auch als nächstes dazu kommen, dieses Gefühl wieder zu leben. Das sind vielleicht die Punkte. Also wir wollen die verbesserten Sichtbarkeit zu zeigen. Es muss die Sichtbarkeit auch von den Bürgerpolizisten wiederkommen. Zusammenarbeit können wir uns gar nicht beklagen an dieser Stelle. Und das Thema Nulltoleranz, was wir leben müssen. Ja, und das Letzte hatte ich vorhin gerade gesagt, wir müssen da gemeinsam hinschauen. So viel mal als mein Statement. Ja, vielen Dank erstmal für die erste Runde. Sie haben ja schon eine Menge gehört. Aus dem Erfahren her gerade, wie das ist als Schauspieler, wenn man so bestrahlt wird bei diesen Temperaturen. Aus dem sieht man wenig, nämlich sieht ganz schlecht. Deshalb bleibe ich jetzt stehen. Da kann ich besser die Wortmeldungen sehen. Und ich denke, wir fangen jetzt einfach mit Ihrem... Ah, hat er gehört. Ja, ist nicht zu sehen, aber den besten Platz hat die Bürger. Wir fangen es einfach mit Ihren Fragen oder Nachfragen an. Ich denke, manche haben es auch so formuliert, dass Sie noch ein bisschen tiefer greifen können. Und vielleicht dann doch noch ein paar Zahlen, wie viele Streifenwagen oder so sind es. Ja, trauen Sie sich? Einer hat schon gefragt, darf ich heute? Sie dürfen heute. Sie können ja auch mal heute. Ordnung und Sicherheit gehört auch. Warte, bis das Mikrofon kommt. Zur Ordnung und zur Sicherheit unserer Stadt gehört auch, dass wir uns auf den Straßen sicher fühlen, im Fußwegebereich. Für die Leute, die Senioren genannt werden und die jetzt möglicherweise mit Stöcken oder Rollatoren unterwegs sind. Ich habe nach der Kur jetzt auch so ein Ding gekriegt, das auch meine Tochter, die mir das verkauft hat. Du kriegst von deiner Gesundheitskasse gleichzeitig eine Gehirnerschütterung gratis mit dazu geliefert. Da ist zum Beispiel die Nizza-Straße zu nennen, vom Augustusweg bis zur Gutenbergstraße. Ich habe also auch schon einmal bei der Frau Wernicke angefragt, aber das ist untergegangen. Ich bitte das mal mit zu berücksichtigen, dass dort sehr viele ältere Leute mit Gehbehinderungen unterwegs sind und dass dort mal von den sandgeschlemmten Wegen Abstand genommen wird und in ein höheres Niveau kommt. Wenn also jetzt immer nur darauf gewartet wird, bis die Straße grundhaft erneuert wird, dann wird die Nizza-Straße wahrscheinlich noch sehr lange warten müssen. Das wäre mein Anliegen und meine Bitte. Danke. Ich sammle erstmal so, wir müssen jetzt nie auf jede Frage antworten. Sie haben es deutlich genug vorgetragen. Ich habe gesehen, der OB hat sich das schon mitgeschrieben. Es kommt ein bisschen bei den Fragebögen raus, die, genau, also auch drin im Fragebogen, ja, die Woche ausgedacht hatte, was man so eben halt machen könnte und dass das Thema ja weitergeht und auch unterschiedliche Schwerpunkte hat. Ja, bitte setzen Sie fort. Aber Joa, Sie sehen in Ihrem Studiobühne besser als ich. Ja, vielen Dank erstmal. Und meine Frage ist jetzt, wir haben jetzt die Zahlen von 2012, 2013 gehört, bis maximal 2015, aber wir haben ja jetzt 2017 wegen den Einbrüchen. Was sind das für Zahlen eigentlich? 2016 und 2017, die Zahlen würden mich mal interessieren. Und weshalb heute hier die Veranstaltung stattfindet, das wird ja wohl die Ursache sein wegen diesen Zahlen. Ja, also wenn Zahlen gefragt sind, schalten wir wieder zur Polizei, vor allem wenn es sich natürlich um die Örtlichen handelt. Es ist, ich sag mal, für die Menschen dieses Zahlenwerk, mit dem Behörden arbeiten, manchmal auch ein bisschen unübersichtlich. Sie haben hier diesen Begriff Häufigkeitszahl gehört. Das ist so eine Zahl, die man entwickelt hat in der Verwaltung, um Straftaten, Belastungen regional vergleichbar machen zu können, also Anzahl der Straftaten pro 100.000 Einwohner. Und diese Häufigkeitszahl, die dann entsteht, die ist entweder sehr hoch, was also der Ausdruck dafür ist, dass eine Region sehr mit Kriminalität insgesamt belastet ist, oder sie ist niedrig. Ich nenne Ihnen mal das Beispiel, die Stadt Berlin, sicherlich ein heißer Flecken mit einer Häufigkeitszahl von über 16.000, also über 16.000 Straftaten auf 100.000 Einwohner im Jahr. Nummer 1 in Deutschland. Also die Kriminalitätshauptstadt.
Das war jetzt Zufall, dass ich da gerade Berlin genannt habe. Vielen Dank, Herr Bundesminister, für den Hinweis. Es ist Leipzig Platz 2 geworden im letzten Jahr. In Deutschland. Dresden, ne, unsere Nachbarmetropole, die sächsische Landeshauptstadt, schon deutlich geringer mit über 10.000 und Radebeul 5.000. Also wir haben mal flapsig gesagt, die Hälfte der Kriminalitätsbelastung der benachbarten Landeshauptstadt hier in Radebeul. Das will ich gar nicht verniedlichen oder sowas. Ne? Es sind viele tausend Straftaten, aber es ist eben doch vom Gefühl her nach wie vor eine sehr sichere Region, eine sichere Stadt. Und nun auf die Zahlen, die der Polizei im Jahr an Straftaten bekannt werden in einer Region. Die zählen wir. Da gibt es natürlich immer auch ein Dunkelfeld, ein deliktsabhängiges Dunkelfeld. Deshalb ja meine gebetsmühlenartige Bitte an die Menschen, die Dinge anzuzeigen, damit eben die Zahlen, die der Polizei bekannt werden, auch belastbar sind, real sind und das Dunkelfeld eben ein möglichst kleines ist. Und da haben wir für die Stadt Radebeul 2016 insgesamt 1713 Straftaten, ein Minus von 6%. Und Sie fragten nach dem Wohnungsdiebstahl in der Stadt Radebeul. 2016 ist in Radebeul in 22 Wohnungen eingebrochen worden. Im Vorjahr 2015, Polizei vergleicht immer in diesen Jahresscheiben, in 19 Wohnungen. Also wir haben auf diesem Feld Wohnungseinbruchsdiebstahl eine Steigerung um 3 Wohnungseinbrüche. Im Moment ist die Situation, da freuen wir uns auch sehr drüber, das ist auch dem polizeilichen Ermittlungsdruck und dem Handeln zu verdanken, haben wir eine stabile Situation. Es kommen aktuell keine neuen Wohnungseinbrüche dazu, aber Sie haben bestimmt Verständnis dafür, dass wir mit einer Polizeipräsenz von durchschnittlich, die Frage kam ja, 5 Funkstreifenwagen, also während wir jetzt hier zusammensitzen, sind 5 Funkstreifenwagen unterwegs im Zuständigkeitsbereich des Reviers Meißen, dass damit natürlich nicht in jeder Straße, in jedem Viertel ein Funkwagen zu sehen ist. Das weiß ich, dass das Ihre Forderung ist. Sie wollen einfach mehr uniformierte Polizei sehen. Sie wollen, dass Ihr Sicherheitsempfinden positiv beeinflusst wird, dass reagiert wird. Aber der Zuständigkeitsbereich des Reviers Meißen ist ein flächenmäßig sehr großer mit 590 Quadratkilometern und der muss also auch bedient werden. Und Sie wissen ja auch oder wissen es vielleicht nicht, zur Meißner Polizei und zu deren Zuständigkeit gehören eben auch Städte wie Radeburg oder wie Nossen, die Stadt Meißen natürlich. Also überall dort müssen wir präsent sein und das macht es jeden Tag zu einer neuen Herausforderung, diese polizeiliche Ressource dann auch auf den Punkt dorthin zu bringen, wo sie am dringendsten benötigt wird. Ja. Ergänzung machen auch einen Blick auf das, was Herr Wenschel gesagt hat, Sichtbarkeitsdruck. Herr Protze kann das sicher viel besser sagen als ich. Nicht immer ist ein sichtbarer Polizist ein guter Polizist. Manchmal ist er ein unsichtbarer Polizist, ein wirksamer Polizist. Also nicht immer, wenn Sie, das heißt jetzt nicht, dass er ganz viele verdeckt schickt, aber gerade im Bereich OK, gerade im Bereich Drogenbekämpfung, wo man sich dann bei bestimmten Stellen mal nähert und so weiter, ist es gerade sehr gut verdeckt zu arbeiten, ja? Um dann die Ermittlungszahlen höher zu haben, um Menschen verfolgen zu können und vieles andere mehr. Und dann gibt es zunehmend Leute, das betrifft auch das Land, aber natürlich auch den Bund, wo Polizisten nur noch am Computer sitzen. Wir werden ganz viele Polizisten brauchen in Zukunft, die Internetkriminalität bekämpfen. Damit, wenn Sie eine Überweisung machen, um Ihre Miete zu bezahlen, damit sicher ist, dass sie auch bei ihm ankommt und nicht zwischendurch in Mauritius landet. Und so, das heißt, da gibt es ganz neue Kriminalitätsformen, die auch sehr wichtige Polizistenarbeit macht, die man nicht so sieht. Der letzte Punkt zu Nulltoleranz. Ich will Ihnen eine Geschichte erzählen und dann mal gucken, wie das hier wäre. Ich war beim Halbfinale Bayern gegen Dortmund, wo Dortmund gewonnen hat im Fußball. Und habe vorher die Einsatzzentrale besucht im Stadion. Arena, Allianz Arena. Der Polizist führt mich rum, war vor dem Spiel, so eine Viertelstunde vor dem Spiel, und dann sage ich so, was haben Sie für Vorfälle? Ja, sagt er, 6-7. Ich sage, was denn für Vorwürfe? Statt jetzt kommt Schlägerei, besoffene Leute. Ja, sagt er, 6-mal Stinkefinger gegen Polizisten gezeigt. So, ich sage, was machen Sie denn da? Ja, sagt er, das ist eine Beleidigung.
Das wird sofort aufgenommen. Wir haben Staatsanwalt im Stadion. Und dann gibt es da 10, 20 Tagessätze, gleich an Ort und Stelle. So. Das ist nur Toleranzpolitik. Jetzt weiß ich nicht, ob die Polizei in Dresden oder in Rostock oder in Berlin vielleicht auch mal so vorgehen würde. Und das ist es nämlich, wenn Sie jetzt beim Stinkefinger zeigen, zweimal das machen, dann müssen immer jedes Mal 300 Euro zahlen, dann machen Sie das dann irgendwann nicht mehr. Deswegen, das ist, glaube ich, etwas, das kann man wirklich von den Bayern lernen. Jetzt zur Nizza-Straße. Ja, das Thema Fußwege bewegt alle. Da haben Sie völlig recht. Und ich will mich da auch nicht rausreden an der Stelle. Ich will auf das eine verweisen und dann Straßen insgesamt. Wir müssen sehen, dass wir 1990 im Hauptstraßennetz ein komplett desolates Straßennetz erhalten haben. Ein Straßennetz, das in seinem Ausbau ja im Wesentlichen in den 30er Jahren beendet wurde im Ausbau. Und seitdem stand da so die Fahrzeugdichte an der Stelle explodiert zum heutigen Zeitpunkt. Und deswegen ist es für uns von dem Vorrang der Einsatz der Investitionsmittel, ich weiß, dass ich noch mit vielen in den Nebenstraßen, ich wohne selber in der Nebenstraße, kein Gefallen tun. Dass wir sagen, bis 2020, also 1920, bis Solidarpark kommt, muss es uns gelingen, unser Hauptstraßennetz einigermaßen auf Vordermann zu bringen, die ganzen Ausbaustau nachzuholen. Da sind wir wirklich gut vorangekommen, sind relativ weit und dort haben wir uns entschieden, alle Verkehrsteilnehmer werden gleich behandelt. Wir machen also nicht nur die Fahrbahn, wir machen, wenn wir ausbauen, Fußweg, Radweg, Fahrbahn dazu. Damit haben wir die Mittel im Nebenstraßennetz nicht zur Verfügung. Dennoch haben wir uns entschieden, auch im Nebenstraßennetz zu sagen, auch wenn wir jetzt Winterschadensbeseitigung machen, bei den Winterschadensbeseitigungen, wir machen nicht nur die Fahrbahn in den Straßenbereichen, wo wir Winterschadensbeseitigung machen, das ist Nebenstraßennetz, machen wir auch die Fußwege. Was wir uns im Stadtrat aber überlegen sollten, und das ist das Thema, was Sie ansprechen, ob wir nicht doch ein Nebenstraßen in vernünftigem Umfang im Fußweg-Instandsetzungsprogramm für den Nebenstraßenbereich auflegen, wo wir uns unterhalten sollen, das ist, kann ich Ihre Meinung sehr gut nachvollziehen, ist, wollen wir im Nebenstraßennetz auch zu festen Decken kommen? Das ist Ihre Anregung. Andere sagen wieder, unsere Nebenstraßen sind historisch gewachsen, sie sollen grün sein, sie sollen vor allen Dingen sandgestemmte Decken machen. Optisch schön, stadtklimatisch auch gut. Wir haben viele ältere Leute, Rollatoren und was alles so kommt, schwierig. Also das ist eine Grundsatzdiskussion, die der Stadtrat sich stellen sollte. Aber ich denke, wir werden nicht drum herum kommen, im Fußweg, im Nebenstraßenbereich ein vernünftiges, dotiertes Sanierungsprogramm aufzulegen. Das stehen wir sonst nicht durch. Ja, das müssen wir, da sind ja auch Stadtratskollegen da, das müssen wir gemeinsam versuchen bringen, weil sonst wir die Nebenstraßen wirklich kaputt machen dann. Ja, wir müssen aber, ich bitte einfach Verständnis für Investitionsmittel größeren Umfangs, dass wir die bis 1920 für die Hauptstraßen brauchen, weil wir da die Fördermittel brauchen, alleine schaffen wir die Hauptstraßen nicht. Aber das müssen wir unterhalten ein Stück machen. Ja, danke. Bei den Stadträgen hatte ich dann natürlich noch vergessen, Herrn Jacobi. Thema Nebenstraßen, deshalb hatte ich einfach dich oben weggelassen, weil ich wusste, das kommt noch, das ist ja gerade dein Thema. Stinkefinger, ich lese immer mal die Welt im Internet, Herr Minister, da war von einem anderen Land, ich weiß nicht mehr welches, das war es wahrscheinlich gemerkt, war der Polizist hinter seinem Schild und auf dem Schild war der große Stinkefinger gegenüber den Demonstranten. Ob das natürlich zur Beruhigung beiträgt, ist dann auch die Frage. Und noch ganz kurz Zahlen, deshalb hatte ich das so vor uns ein bisschen aus Ihnen herausgekitzelt. Ich finde, Zahlen sind immer ganz wichtig, weil damit kann man dann wirklich was machen. Und auch durchaus beide, Sie haben das vielleicht gemerkt, an den Wohnungseinbrüchen, 22 hatten Sie gesagt, und letztes Jahr waren es 19. Ne? Man kann also sagen, 3 mehr oder 15%. Und das ist nämlich das, ne? Wenn man jetzt sagen würde, nur 15%, dann sagen wir, oh, das ist eine Steigerung. Ne? 3, das ist quasi eher eine... 19, 22 ist gleich. Genau. Ne? Also, deshalb doch ab und zu eine Zahl, damit können Sie besser was machen. Ja. Es ist jetzt, ja.
Herr Minister, ist das Strafgesetz in Deutschland unterschiedlich? Können Länder anders, also Herr Protzen hat sozusagen jetzt, oder sein Vorgänger, viele Jahre, Monate schlecht gearbeitet, weil Laux konnte hier monatelang, fast jahrelang rumschmieren, obwohl eigentlich jeder wusste, die SZ hat richtig darüber berichtet, wer es ist. Der konnte schmieren, dann geht der einen Monat nach Bamberg oder irgendwo hin und mit EMA ist er zick und den kriegen sie also an den Arsch. Ja, also erstmal bin ich dankbar für den Punkt, wir haben das hier durchgeblättert, wir waren nicht unaufmerksam, sondern nebenbei das durchgeblättert. Und neben einem größten, oder vor einem größten Thema Schmierereien eigentlich am meisten angekreuzt worden. Das ist offenbar ja auch dieser Fall. Nein, das Strafrecht ist gleich. Das Polizeirecht ist unterschiedlich. Also das polizeiliche Gefahrenabwehrrecht ist unterschiedlich. Das ist in Sachsen anders als in Schleswig-Holstein und Bayern. Ich habe, wie Sie gehört haben, ja Anfang des Jahres mal vorgeschlagen, mindestens bei Terrorbekämpfung und OK, ob man das vielleicht ein bisschen mal ändert. Aber im Moment ist es so. Das Strafrecht aber ist gleich. Das heißt aber nicht, dass gleich beurteilt wird. Und da gibt es auch so Grafiken, die hat er jetzt nicht dabei, wo wie welche Urteile gefällt werden. Und da ist es so, die mildesten Urteile werden in Bremen gefällt und die strengsten in Bayern. Aber wieder das Thema. Oder bei der Frage, wer den Stinkefinger hat, er mir eben zugeflüstert, tja, da ist aber ein Staatsanwalt im Stadion. Das heißt, wenn da keiner ist, geht es auch nicht schnell. Selbst wenn die Polizei das aufnimmt, dann dauert es ewig, dann ist es ein Dortmunder Fan natürlich gewesen, vielleicht zur Hälfte, dann wird es übergeben an die Dortmunder Staatsanwaltschaft, die sagen, oh, so, also die Anwendung ist unterschiedlich, das muss man leider sagen und das macht uns auch Sorgen, macht vor allem den Polizisten Sorgen, wenn sie die Leute an einer Stelle abgeben bei der Justiz und die wandern in U-Haft und im anderen Land kommen sie strahlend wieder raus am nächsten Tag. Ich glaube sogar, die größten Defizite im ganzen Bereich haben wir nicht bei der Polizei und bald auch nicht mal bei den Gesetzen, sondern eher bei der Justiz. So alles in allem, würde ich mal schätzen. Aber ein Wort noch dazu. Deswegen ist es eben gut, dass man manchmal Mindeststrafen macht. Bei Wohnungseinbruch haben wir das jetzt gemacht, als Mindeststrafe, das bindet dann auch alle. Und dann gibt es noch etwas, was sehr wichtig ist, das nennt man Sammelverfahren. Gerade diese reisenden Täter, die machen einen Einbruch in Radebeul, der nächste ist dann, der kommt vielleicht von Görlitz, dann machen sie einen in Bautz, dann machen sie einen in Radebeul und dann gehen sie, was weiß ich, nach Torgau und dann gehen sie nach Sachsen-Anhalt oder Brandenburg. So, und die Gebiete der Staatsanwaltschaften sind aber begrenzt. Also wenn der Staatsanwalt in Bautzen das ermittelt, hat er einen Diebstahl. Und wenn der Staatsanwalt in Dresden das ermittelt, hat er auch einen Diebstahl. Haben sie zwei, haben sie schon fast eine Serie, dann können sie noch härter bestrafen. Deswegen gibt es zwischen den Staatsanwaltschaften in Deutschland Regeln, dass die immer fragen müssen, lohnt ein Sammelverfahren. Das bedeutet aber dann, dass der Staatsanwalt in Bautzen natürlich mehr Arbeit hat. Der muss dann überall nachfragen, das geht heute mit dem Computer, das dauert nicht so lang. Aber dann muss er natürlich statt einen Fall anklagen mit 10 Tagessätzen im Richter, muss er dann natürlich die Sachen nachweisen, er muss Akten hin und her schicken mit Dresden, Radebeul und ich weiß nicht, Wartenburg. Und da ist ein Problem, das war übrigens ein Problem vom Fall Amri, hätte man ein Sammelverfahren gegen den gemacht, wegen Drogenhandel. Hätte man schon einen Haftbefehl erlassen können, also gar nicht nur wegen Terror. Also, kurze Antwort, das Strafrecht ist gleich, die Anwendung ist unterschiedlich. Und Sie haben als Minister keine Chance dort, den Sachsen mal ein bisschen zu tun? Als Innenminister schon gar nicht. Und wenn Sie den Justizminister fragen würden, der hier ist, der würde sagen, die Justiz ist unabhängig. Natürlich kann man aber durch eine gute Einstellungspolitik, und ich sage, Sachsen ist da eher noch streng. Wenn Sie mal nach, wie gesagt, Bremen oder Hamburg, in Hamburg machen Sie jetzt auch ein bisschen Dampf. Man kann schon ein bisschen allmählich was machen, aber Sie können einem Richter nicht eine Weisung geben, hart zu urteilen. Was man allerdings machen kann, ist ein bisschen dafür zu sorgen, dass der Staatsanwalt auf dem Fußballstadion ist. Und die Hamburger Schwörchen werden dafür sorgen, dass bei G20 aber auch Tag und Nacht ein Richter ist, der da gleich was machen kann. Also da kann man schon mehr machen.
Aber nicht der Bundesinnenminister. Ich will mich nicht ausreden, aber... Ja, danke. Jetzt Sie bitte. Dann dorthin rechts. Mein Vorredner sprach das Thema auch an. Dazu möchte ich mal Folgendes sagen. Weil von der Polizei immer gesagt wurde, jede Anzeige wird bearbeitet und so weiter. Ich habe über diesen Lauch ca. 50 Anzeigen, weil ich mich zu Hause habe, an die allerdings Dresdner Polizei gestellt und kriegte in regelmäßiger nach 6 Wochen und Aufklärungsverfahren ist eingestellt und war dann sehr erstaunt, dass die SZ, die Sächsische Zeitung, zweimal ein Rieseninterview mit diesem Lauch geführt hat, über eine ganze Seite. Und da kam ich mir natürlich vor, also es hat doch überhaupt keinen Sinn, so eine Anzeige zu machen. Und jetzt wurde das geklärt in Bayern auf einmal, da haben sie den. Also da war ich sehr erstaunt. Das wollte ich bloß mal zum Ausdruck bringen. Geben Sie dann mal Ihr Mikrofon bitte hin an die Dame da im Weißen mit der Kette. Gut, zu diesem Thema Lauch möchte ich jetzt nichts mehr sagen, aber ehrlich, was hat er für eine Strafe bekommen? Wissen Sie nicht? 2.200 Euro, das musste Feige bezahlen. Naja, es wäre gut, das auch in der SZ dann mal zu sagen, dass das hat er in Bayern gekriegt, in Sachsen hat er gar nicht gekriegt, da durfte er dann ausfahren. Prima. Gut, also die Schmierereien, wenn man durch die Straßen fährt, die sind schon belastend. Aber die zweite Frage würde ich gerne noch an Herrn Innenminister stellen. In der SZ habe ich vor einiger Zeit gelesen, dass 1200 Georgier hier in Sachsen leben und davon sind über 300 kriminell. Was geschieht mit diesen, wenn man weiß, dass sie kriminell sind? Dürfen die weiter im Land bleiben? Oder? Bloß wenn ich das lese. Da bin ich verunsichert, Sarah, dann treiben sich 300 im Land rum, die eigentlich keine guten Absichten führen. Wie hätte ich gern beantwortet, die Frage? Ja. Also ich will zunächst zu den Anzeigen nochmal etwas sagen. Rotz hat sich auch schon gemeldet, würde sich auch nochmal tun. Wenn Sie jetzt ein Verfahren einstellen als Polizei, ist es trotzdem gut, sich zu merken, dass es da eine Anzeige war. Denn wenn der jetzt woanders erwischt wird und es würde so etwas stattfinden wie ein Sammelverfahren, was ich eben gesagt habe, dann sind es eben nicht 50, sondern vielleicht 500 Schmierereien. Und dann sieht die Strafe schon ganz anders aus. Setzt allerdings voraus, dass wir Computersysteme haben, dass die in Bayern wissen und nachfragen können, dass es in Dresden 30 eingestellte Anzeigen gab. Und glauben Sie nicht, dass das so einfach ist. Weil natürlich jedes Land sein eigenes Computersystem hat. Das ist so. Ja, das ist Ländersache. Und deswegen bauen wir jetzt gerade um, wir haben ein ganz neues BK-Gesetz gemacht, wir werden eine ganz neue Systemarchitektur machen, wo wir alle solche Dinge dann verbünden, dass wir ein gemeinsames Verarbeitungsprogramm haben, Bearbeitungsprogramm haben, plus PIA, das kennen Sie, sodass dann der Straßenpolizist in Radebeul, wenn er einen erwischt, weiß, ob der Polizist in Kiel gegen diese Person ermittelt und nicht nur, ob der verurteilt ist. Das wollen wir hinkriegen. Allerdings, ehrlich gesagt, dauert ein paar Jahre, weil das ein ziemlich kompliziertes IT-System ist. Aber anders, wenn die Straftäter keine Grenzen kennen, darf auch die Polizei keine Grenzen kennen. So, das, also von daher macht eine solche Anzeige Sinn, weil sie dann für eine Serienstraftat und so weiter wiederverwendet werden kann. Zu den Schmierereien will ich doch noch ein Wort sagen, weil die nächste Stufe der Polizeiarbeit, ich habe eben was beim IT gesagt, muss viel mehr als bisher auf Intelligenz setzen. Sie haben von mir schon mal gehört, ich bin sehr dafür, dass wir, das werden wir jetzt am Bahnhof Südkreuz in Berlin ausprobieren, Fahndungen mit Gesichtserkennung machen. Wenn Al-Bakr in Chemnitz abhaut bei der Festnahme und
durch die Lande geht, dann ist es heute nicht so kompliziert, dass dann in die Software der Videoüberwachung am Bahnhof in Chemnitz, in Leipzig, in Berlin, überall dieses Bild eingegeben wird, und wenn er dann über in den Bahnhof nach Leipzig reinläuft oder nach in Chemnitz oder in Magdeburg die Software Ping macht und sagt, hallo, da haben wir hier einen, der gefeindet. Es gibt damit keine zusätzliche Grundrechtseinschränkung gegenüber den anderen IBANern, von denen wir laufen. Aber der da gefahndet wird, der wird besser gefunden. Und was hat das mit Schmierereien zu tun? Wir werden dort auch probieren, ganz intelligente, supersensible Mikrofone. Die können über ganz viel Entfernung, wenn Sie den so einstellen, wenn so eine Sprechdose geschüttelt wird, dann gibt es dieses Klacken. Das können die sofort ermitteln, diese Mikrofone. Und dann kann die Polizei da hingehen und den vielleicht sogar in flagranti erwischen. Oder dieses Sprühen an bestimmten Wänden, das ist ja, die Schmierereien sind ja oft an bestimmten Stellen. Also deswegen ist Polizeiarbeit der Zukunft ganz stark etwas, was mit Technik zu tun hat. Mehr Vernetzung, mehr Nutzen, was die Technik bietet. Daran arbeiten wir mit Hochdruck. Jetzt zu den Georgiern, ich wollte der Frage nicht ausweichen. Die Zahl der Georgier in Deutschland ist relativ klein, aber die Anzahl der Kriminellen unter ihnen ist sehr hoch. Und das ist ganz überwiegend auch organisierte Kriminalität. Nun ist es oft so, dass die nicht hierher kommen und Asyl beantragen, sondern die kommen hierher und leben illegal, durch Einbrüche oder so etwas. Und dann, wenn sie erwischt werden, stellen sie einen Asylantrag. Ich sage, ich bin übrigens gerade gekommen, ich bin schrecklich verfolgt. Die Anerkennungsquote in Georgien ist irgendwie 2%, also sie werden praktisch nicht anerkannt. Aber solange sie dann da sind und solange die Verfahren laufen, können sie nicht ausgewiesen oder abgeschoben werden, weil die Verfahren noch laufen. Nun gehen die neuen Verfahren relativ schnell. Wir haben bei den Asylbewerbern, die jetzt kommen, die seit 2017, schon in der zweiten Hälfte 2016, kommen wir eine durchschnittliche Bearbeitungsdauer inzwischen von 2 Monaten. Und noch ein paar Altfälle, auch noch ein paar viele, aber die neuen, ja. Die neuen, das geht sehr schnell, sodass das schneller geht. Dann gehen sie natürlich zu Gericht, und da sind wir wieder bei dem Thema. Die Gerichte arbeiten inzwischen viel langsamer als das war. Und in der Zeit sind sie da. Und dann gibt es noch was Drittes. Wenn wir jetzt als Ausländerbehörden oder das BAMF jemanden ausweisen wollen, gegen den ein Strafverfahren läuft, dann brauche ich dafür das Einvernehmen des Staatsanwalts. Und der Staatsanwalt, manche, sehr unterschiedlich, sagen, weg mit Schaden, ausweisen. Und die Georgier nehmen auch alle zurück. Also die georgische Regierung, anders als Tunesien, hat ja Debatten und so, die Georgier nehmen alle. Ja, da gibt es kein anderes Problem, weil ich mit der Georgier. So, meistens sagen die Staatsanwälte aber, nein, ihr dürft ihr jetzt noch nicht ausweisen und abschieben, weil ich erst das Ermittlungsverfahren abschließen muss. Ja. Denn es könnte ja sein, dass der hier eine Straftat gemacht hat. Wir weisen den aus, in Georgien wird er nicht verfolgt, also bleibt die Strafe ungesühnt. Und das verträgt sich nicht mit unserem Rechtsstaatsempfinden. So ist aber die Rechtslage. Wir haben mal versucht, meine Lösung wäre anders, dann soll er gerne hier verurteilt werden, ins Gefängnis und dann vom Gefängnis abgeschoben werden. Ja. Denn wir wollen natürlich auch nicht, dass einer hier strafbar wird, in Georgien zeigt der Deutschland eine lange Nase, das wollen wir natürlich auch nicht. Aber das sind die Gründe, wo die Frage, woran liegt das, dass sie so lange hier sind, entweder noch ein Asylverfahren oder laufende Strafverfahren, dass sie dann so lange hier sind. Natürlich taucht auch noch mal der eine oder andere unter, aber die beiden Gründe, die ich genannt habe, sind die Hauptgründe, warum die dann hier noch so lange sind. Ja, doch noch ein Wort zu Graffiti in Radebeul und dem Tag Laux. Sie sind ja bestens informiert, ne? Muss ich einfach mal so sagen. Und da bleibt ja immer so ein bisschen Geschmäckle. Da hat denn die örtlich-regionale Polizei genug getan, um diesem wirklich unsäglichen Treiben mit dem riesigen Sachschaden, mit der Verunstaltung des öffentlichen Raums, mit dem Ärger für Besitzer, für Hauseigentümer, für Geschädigte, völlig unakzeptabel, hat sie genug getan, um das zu stoppen und auszuermitteln,
Nach meiner Sicht der Dinge, ja. Also die Kriminalisten der Meißner Polizei haben über viele, viele Monate, auch mit Begleitung der Sächsischen Zeitung, ne, die hat da durchaus auch in ihrem Sinne einen Finger in die Wunde gelegt, ermittelt zu diesem Fall alles, was nur möglich ist. Und im Moment ist, was die Schmierereien in Radebeul anbetrifft, in unserem Zuständigkeitsbereich, ist der Sachverhalt ausermittelt. Es ist zu dem Haupttäter genügend zusammengekommen und es ist zu weiteren Mittätern genügend durch die Kriminalisten zusammengetragen worden. Die Ermittlungsverfahren liegen jetzt bei der zuständigen Staatsanwaltschaft und der Ball ist jetzt tatsächlich im Feld der regionalen Justiz, der sächsischen Justiz, in ähnlicher Weise konsequent zu agieren, wie wir mit Respekt und auch mit ein bisschen Neid nach Bamberg gucken, zu Bamberger Polizeikollegen, die haben ähnlich gearbeitet wie wir, und zu einer Bamberger Justiz, die eben tatsächlich 31 Schmierereien zugeordnet hat und diese, da kann man nun streiten, ist das zu hoch, ist das zu wenig, wie auch immer, das liegt im Auge des Betrachters, mit einem Strafbefehl, mit einer Geldstrafe geahndet hat. Aber es ist zumindest ein Signal bis hierhin und nicht weiter gesetzt worden. Und ich habe einfach die Hoffnung, ich will überhaupt keine Juristenschelte betreiben. Ich weiß um unsere belasteten Staatsanwaltschaften. Ich weiß um das Arbeitspensum, was dort zu erledigen ist. Aber von hier aus einfach die Bitte, mit ähnlicher Konsequenz diese Sache nun zur Anklage zu bringen, um auch zu zeigen, dass das einfach wirklich nicht toleriert wird, wie hier mit dem öffentlichen Raum, mit dem Eigentum anderer umgegangen wird. Nächste Gesprächsrunde mit Justizminister und Leitung Oberstaatsanwalt. Genau, das wäre ein schöner Punkt, den wir dann mal nachziehen sollten. Jetzt haben wir dort hinten noch eine Frage, dann hier drüben. Ja, meine Frage ist halt privat und bezieht sich auf die Schmierereien. Also wir haben seit 2 Tagen vor unserem Haus wieder eine Schmiererei auf einem Schild, was ganz gezielt auf uns hindeutet, und zwar dieses Symbol Frau allein im Haus und genau den Pfeil zu uns. Und wir haben schon 2 Einbruchsversuche hinter uns. Und wie ernst muss ich das nehmen? Ich habe jetzt schon die letzte Nacht eine schlaflose Nacht gehabt und komme kaum zum Schlafen, weil ich also immer auf der Wacht liege. Und meine zweite Frage, ich habe mir erlaubt, gestern Abend, als ich das also den zweiten oder dritten Tag gesehen habe, also zu überpinseln, und heute früh haben wir es nochmal ordnungsgemäß mit den Nachbarn gemacht. Ist das erlaubt oder war das illegal? Hätte ich das melden müssen? Das ist also, jetzt noch ein Tag länger. Ich weiß nicht, ob Sie eine Antwort haben wollen. Ich hatte eingangs gesagt, wir sind über jeden Hinweis dankbar. Wir sind sogar zwingend darauf angewiesen. Anders lässt sich Polizeiarbeit, polizeilicher Erfolg, das Ermitteln von Tätern, von gefährlichen Situationen überhaupt nicht darstellen ohne diese Hinweise. Deswegen meine Bitte, wenn das hier schon relativ konkret ist, stehe ich am Ende der Veranstaltung nochmal zur Verfügung, würde das aufnehmen und würde das auch nochmal an unsere Polizistinnen und Polizisten vor Ort unmittelbar weiterreichen. Wir bekommen relativ oft solche Hinweise auf Zinkerzeichen und irgendwelche Vermerke, da wohnt jemand alleine oder da ist wohnt ein reicher Mann, wie auch immer. Da gibt es ja auch unglaublich vieles aus dem Internet herauszulesen. Ich kann ein großes Stück weit Entwarnung geben. Wir konnten keinen Zusammenhang herstellen zwischen der einen oder anderen Kreideschmiererei an einer Hauseingangssäule und dann tatsächlichem Einbruchs- oder Straftatengeschehen im Ort. Vielleicht macht sich da jemand einen Scherz, vielleicht sind es Schulkinder, was auch immer. Also ich will Ihnen ein bisschen die Sorge nehmen, wenn Sie da mal etwas feststellen. Machen Sie es einfach beherzt weg, möglichst ohne irgendeinen Schaden beim Wegmachen zu verursachen. Ne? Das wäre dann wieder kritisch. Aber wenn Sie es ohne Schädigung irgendeiner Substanz auch entfernen können, dann tun Sie das bitte, insbesondere wenn es sich um Ihren eigenen Besitz, Ihr eigenes Grundstück handelt. Ansonsten kann man gerne auch einen Eigentümer oder die Stadt, wenn es ein Verkehrszeichen anbetrifft oder sowas, ansprechen. Die lassen das dann auch in Ordnung bringen. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir dagegen vorgehen. Aber nochmal, ich will Ihnen die Sorge nehmen, diesen Zusammenhang haben wir eigentlich in der Region so nicht beobachtet zwischen Schmierereien und dann tatsächlich einem Angriff. Viel wichtiger ist da tatsächlich das, was auch schon gesagt worden ist, eben
diese Sozialkontrolle ein Stück weit stärker zu machen. Das hat ja nichts mit wie auch immer, Reindringen in Privatsphäre oder was auch immer zu tun, sondern wirklich mal zu gucken, man weiß, in meinem Viertel gehören die und die Menschen und wenn da plötzlich ein auswärtiger Pkw da ist und ein paar Gestalten über Gebühr fotografieren oder schauen, dann darf man die auch mal ganz freundlich ansprechen. Hallo, kann ich Ihnen helfen? Suchen Sie jemanden? Und wenn die dann schon anfangen rumzueiern oder wie auch immer, meistens treten sie dann schon ab. Wir sind über jedes Kennzeichen dankbar, wir sind über jeden Hinweis dankbar. Wohl wissend, dass häufig natürlich diese Kennzeichen, die dann an Fahrzeugen, die zu Straftaten genutzt werden, dran sind, auch vorher irgendwo gestohlen worden sind. Also das ist dann relativ schwierig, dann tatsächlich die richtigen zu ermitteln. Aber wichtig ist uns, dass Sie uns das signalisieren. Ja, danke, und dass Ihnen heute der Chef der Polizeibehörde anbietet, Ihren Fall dann gleich selbst aufzunehmen. Also ich glaube, mehr kann man gar nicht erwarten. Danke, ganz toll. Das ist nochmal wieder gut. So, ich mache jetzt die letzte Fragerunde. Also jetzt nehmen wir nochmal so die Fragen mit. Die sind, die Dame, dann noch einer, zwei, drei, vier. Und dann noch die Antwortrunde dazu. Also nochmal vier Fragen. So. Also ich wohne seit 13 Jahren in Radebeul, bin freiwillig hierher gezogen wegen der Landschaft und bin auch bis jetzt zufrieden, hatte keinen Heimweg, habe aber festgestellt, es ist mir von Anfang an aufgefallen, dass hier wenig Polizeipräsenz war. Vielleicht war es auch zu Anfang gar nicht so nötig. Von wo sind Sie hergezogen? Von wo sind Sie hergezogen? Berlin. Und ja, also, aber wenn ich jetzt auch höre, erstens mal ist die Polizei sowieso reduziert worden und wenn dieses Gebiet so riesengroß ist, Meißen und was dann alles noch dran gehört, Radeburg, und das ist ja unglaublich, aber auch, ich habe wirklich, ich war vorher Radfahrer bis vor einem Jahr, vielleicht mal zweimal einen Funkwagen gesehen. Wenn ich in der Wohnung bin, höre ich wohl auf der Meißner Straße ab und zu mal einen Funkwagen mit der Tütata, aber sonst ist wirklich, wie gesagt, vielleicht war es auch bisher nicht nötig, aber was Sie auch sagen, jetzt verdeckte Polizisten halte ich nicht für so gut. Man will eigentlich die Polizei auch sehen. Beides, haben Sie gesagt. Oh ja, gut, ja. Ja gut. Also das war's, ja, aber ich habe noch was. Und zwar diese Einbrüche, die Wohnungseinbrüche, haben die sich jetzt konzentriert auf Gebiete, sagen wir mal, oberhalb der Meißner Straße und in den Villen oder auch in den normalen Mehrfamilienhäusern? Hat man das festgestellt? Also ich sammle jetzt die Fragen, ne? Ihre ja. Frage ist verstanden, die kommen wir dann nochmal. Ich war vier Jahre, Ende der 90er Jahre, Schöffe am Landgericht Dresden. Und Justiz steht dort auf dem Zettel. Und was ich finde, die Polizisten sagen immer, wir können machen, was wir wollen, wir können die finden, wir gehen in der Staatsanwaltschaft, dann werden manchmal die schon eingestellt, die Verfahren, wegen zu geringer Bedeutung, oder die Leute gehen nach dem Gericht freudig spazieren wieder nach Hause. Meines Erachtens nach fehlt etwas in der Justiz, nämlich kurzzeitige Bestrafung, sagen wir mal ein Vierteljahr oder sechs Wochen irgendwie eingebuchtet. Ja, die gehen nach Hause, sind auf Bewährung und das ist für die nichts. Aber wenn die mal eine kurze Zeit eingesperrt wurden und mal sehen, wie das da läuft. Ich glaube, da würde dem einen oder anderen auch mal nicht aufgehen. Aber das sieht unser Strafrecht, glaube ich, gar nicht vor. Okay. Okay, die Frage ist verstanden. Jetzt hier hinten. Und dann noch die beiden Damen. Ach so.
Ich habe eine Frage zu den Rumänen, Banden kann man schon sagen, die jetzt bettelnd hier durch die Gegend ziehen. Und das ist in Radebeul, finde ich, ganz verstärkt jetzt aufgetreten und auch, also ich habe auf der Schillerstraße folgendes Erlebnis gehabt, leider Gottes wohne ich im Erdgeschoss und dort klingelt man immer und ich bin ein gutgläubiger Mensch und öffne, weiß auch gar nicht, wie ich es anders machen soll, sonst müsste ich jetzt mal eine Tür gehen. Und da steht entweder steht jemand mit dem Kind da oder jetzt stand mal jemand alleine da, der sehr aggressiv war. Und ich habe ihm gesagt, Sie kriegen von mir nichts, bitte verlassen Sie das Haus. Er wurde patzig. Ich habe gesagt, ich rufe die Polizei, sagte, das können Sie ruhig machen und ging weiter. Und ich hatte nur eine Angst, dass im Haus irgendjemand aufmacht, weil es wohnen viele alte Leute, die nicht so energisch dann auftreten können und den dann vielleicht in die Wohnung lassen. Und ich habe mich dann auch gefragt, ich habe also aufgepasst, kommt er wieder runter, es hat niemand aufgemacht, er ging wieder raus. Ich habe gesagt, was hätte ich jetzt machen sollen, was soll ich in dem Moment machen, soll ich anrufen oder wie auch immer. Oder was tut man jetzt überhaupt, man kann ja sehen, irgendwo an einer Ecke steht ein Auto, wo diese Kinder dann ausgestreut werden mit irgendeinem Erwachsenen oder sie kommen alleine. Ja, also genau das ist das Problem. Wir wohnen zufällig in demselben Haus zusammen. Und das Problem ist darin, es wohnen viele ältere Leute zusammen auf einem Haufen und kaum junge Leute dazwischen. Junge Leute also streuen eine gewisse Sicherheit aus, weil sie eben halt noch fit sind und wie auch immer. Und ältere Leute werden schon eher als Opfer gesehen. Das ist hier in Radebeul ein großes Problem, dass viele alte Leute auf einem Haufen wohnen. Und die jüngeren Leute wohnen auch wieder für sich auf einen Haufen. Das ist natürlich dann für Ausländer leichter einzuschätzen, wo sie einbrechen können oder wo sie ihre Opfer finden und wo nicht. Und ich bin immer, ich muss auch am Tag arbeiten und ich habe es auch schon öfters erlebt im Haus, dass irgendwelche fremden Leute dann im Haus sind. No? Also, und wenn die mal wissen, dass ich irgendwie zu einer gewissen Zeit arbeiten bin, da wissen die ja gleich Bescheid, was meine Wohnung eben halt. Wo ich wohne und ich kann gar nicht dagegen machen. Das ist ja mal ein Riesenproblem. So, jetzt kommen wir zur letzten Frage, oder? Hier war noch jemand. Es waren vier. Gut. Dann gebe ich jetzt nochmal an die Runde hier vorne. Ich fange mal an und der OB, glaube ich, muss jetzt Schluss machen. Ich will nochmal, damit das Missverständnis nicht ausgeräumt wird, ich habe nicht gesagt, wir brauchen verdeckte Polizisten statt sichtbaren Polizisten. Ich habe gesagt, manchmal kann es klug sein, neben Sichtbarkeit auch mal einen verdeckten Polizisten zu haben. Oder eine Mischung. Ja? Dass sich irgendwo einer zeigt, dann haut der andere ab und drei Ecken weiter steht eine Privatstreife. Das nur war mein Punkt, das muss taktisch natürlich entschieden werden. Dazu muss aber auch Polizei da sein. Klar, dazu muss Polizei da sein. Und das führt natürlich zu dem Thema. Ich kann sagen, was den Bund angeht. Wir sind ja nicht für die Landespolizei zuständig, wir haben jetzt im Bund in dieser Legislaturperiode einen Personalaufwuchs beschlossen. Von über 20% bei der Bundespolizei, 7000 Stellen in 5 Jahren, verdoppeln unsere Ausbildungskapazität, 25% beim BKA, also beim Bundeskriminalamt. Die haben das Problem, jetzt Leute zu finden. Und manchmal kommen sie zu uns, anstatt zur Sächsischen Polizei, weil wir vielleicht ein bisschen besser zahlen. Aber die Sächsische Polizei macht ja auch einen Personalaufwuchs, muss man auch sagen. Ob der ausreicht, dazu will ich jetzt mal nichts sagen. Aber jedenfalls, wir haben sehr viel gemacht. Ja, man kann mal schnell mal rechnen. Wir haben 35.000 Bundespolizisten in Uniform ungefähr. Jetzt machen wir einen Personalaufwuchs von 7.000 Polizisten, 20%. So, jetzt könnte man mal rechnen, die Sächsische Polizei hat, glaube ich, 14.000 oder 16.000. 12.000, so dann wären 20%, 2.400 zusätzliche Stellen, zusätzlich zum Altersabgang, wenn wir das mal im Vergleich haben, was wir im Bund jetzt machen. Aber ich muss auch sagen, natürlich müssen die erst ausgebildet werden. Die sind jetzt im zweiten Lehrgang, in Anführungsstrichen, im zweiten Ausbildungsjahr. Also ab 19 wird es dann bei der Bundespolizei auch deutlich besser. So, jetzt noch ein Punkt zu den Kosteinstrafen, wollte ich etwas sagen. In der Tat ist das
eine deutsche Philosophie, dass man bei kurzen Strafen Bewährungsstrafen macht und erst wenn es mehrere Bewährungsstrafen gibt, dann eine allerdings sehr lange Haftstrafe. Das heißt, die haben 5, 6, 7 Bewährungen oft und dann gehen sie 3 Jahre anschließend in die Haftanstalt. Die Argumente dafür sind, na, wenn ich einen für 3 Monate rausnehme, dann verliert er seinen Job, dann ist er stigmatisiert, der kommt vielleicht krimineller raus, als er reingekommen ist und deswegen lieber nicht. Andere Staaten machen das anders, durchaus anders, und sagen lieber kurz, lieber schnell und kurz. Fast genauso wichtig wie die Länge der Haft ist, wie lange ist der Abstand zwischen der Verurteilung und dem Haftantritt. Ja? Das ist natürlich bei Mördern und so weiter, da gehen die gleich, die waren schon in Untersuchungshaft, kommen dann gleich wieder rein. Aber bei anderen sind das oft 2, 3 Wochen oder Monate. Und das ist natürlich auch für das Rechtsempfinden irgendwie schlecht. Wir haben allerdings eine Ausnahme gemacht und auch in dieser Legislaturperiode im Gesetz verankert, den sogenannten Warnschussarrest. Bei Jugendlichen und Heranwachsenden ist es erst recht so, wie Sie sagen, lange Bewährungsstrafe. Und da haben wir nun lange den Justizminister überzeugt und es auch durchgesetzt, was wir gesagt haben, bei Jugendlichen ist es aber oft ganz anders. Die sollen schnell eine von mir aus mildere Strafe haben, 4 Wochen Warnschussarrest. Da wird auch noch keiner entlassen irgendwie, Arrest ist auch noch keine Haft, aber schnell, besser als 20 Tagessätze von Geld, was sie sowieso nicht haben. Und das wird jetzt nach und nach in den Ländern umgesetzt und da ist sozusagen ein Stück weit von dem, was Sie sagen, lieber schnell und dann nicht so lang, als immer zu großzügig und hinterher kommt die große Keule. Also ich halte den Weg jedenfalls für richtig, den wir da jetzt gehen und Ihre Frage für berechtigt. So, das waren glaube ich die Punkte, die für mich gerade. Wer will zuerst? Herr Wensch. Ja, ich habe mir aufgeschrieben, Gelegenheit macht Diebe, Tatgelegenheiten machen Diebe. Es kam ja die Frage, konzentriert sich das auf ein bestimmtes Viertel, einen bestimmten Bereich? Wir machen eher die Erfahrung, dass es sich eher nicht konzentriert, sondern dass es überall sein kann, wenn denn die Tatgelegenheiten stimmen. Natürlich ist in dieser Runde völlig zu Recht festgestellt worden, ein Mehr an uniformierter polizeilicher Präsenz, gerne auch zu Zeiten, wo sich der eher lichtscheue bewegt, wäre wünschenswert. Da stimme ich Ihnen zu und nehme das gerne auch mit. Und dann schauen wir, was möglich ist. Aber ich muss eben wirklich nochmal auch in die andere Richtung gucken. Es ist heute auch schon angesprochen worden. Ich mache das manchmal, ich nehme mir einen Funkwagen und fahre mal vormittags durch Viertel. Die vielen fleißigen Menschen sind unterwegs, die Wohnviertel, die Quartiere sind, gerade so diese Einfamilienhausstandorte sind relativ menschenleer und dann fährt man mal mit dem Funkwagen in Schrittgeschwindigkeit dort durch und da ist jede zweite Garage offen, da ist jede zweite Toreinfahrt offen, da sind angekippte Fenster. Da stecken Schlüsselbünder und Ähnliches. Also wir müssen auch alle uns fragen, machen wir es manchmal bestimmten Personen zu leicht oder sollten wir eben wirklich konsequenter auch auf uns, auf unseren Nachbarn achten und nochmal rüberrufen, lass bitte, bevor du das Viertel verlässt, das Garagentor noch runterfahren, hast du die Zwischentür von der Garage zum Haus ordentlich verschlossen. Ich weiß, das ist kein Heilmittel, wir können keine Festungen machen, wir können nie jeder eine Videokamera hätten, das wollen wir, denke ich, auch nicht, aber die Dinge, die aus der polizeilichen Erfahrung einen Täter abhalten, weil er sich sagt, das kostet mich hier zu viel Zeit, das Entdeckungsrisiko ist zu hoch, diese wenigen Mittel des Verschlusses und der baulichen Sicherheit sollten wir nutzen. Das ist die Erfahrung, Einbrecher wollen in wenigen Sekunden wieder weg sein, die haben kein Interesse, minutenlang an irgendeiner Tür zu hebeln, an einem Fenster, wie auch immer. Um Sie dabei zu unterstützen, gibt es kriminalpolizeiliche Beratung und weil wir eben sagen, wir müssen in dieser Region, in diesem Sicherheitsbereich Kospisch-Radebeul mehr tun, haben wir zum Beispiel für den Oktober eine bundesweite Woche des Einbruchsschutzes und da setzen wir genau hier in Kospisch und Radebeul einen Schwerpunkt. Im Oktober kommt ein polizeiliches Beratungsmobil nach Kospisch und Radebeul und es wird in beiden Städten eine große Informationsveranstaltung der Kriminalpolizei geben zur Beratung, was bauliche Sicherheit
Sicherheit anbetrifft. Und das müssen nicht immer große Beträge sein. Ich war selber überrascht, dass man also nie 12.000 Euro in die Hand nehmen muss, um aus seinem Einfamilienhaus eine Festung zu machen, sondern dass wirklich kleine Eurobeträge von wenigen Euro mechanische Sicherungen ausreichen, um es dem Täter zu vergällen und ihn einfach abzuschrecken. Thema Bettelei, da bin ich sehr dankbar, dass Sie das ansprechen. Es ist relativ selten in der Region, also für mein Gefühl haben wir so 3-4 Mal im Jahr wird an die Meißner Polizei herangetreten. Großes Thema in Berlin. Naja, da ist wieder jemand unterwegs, wir gehen dem sofort nach, der Streifenwagen wird sofort eingesetzt. Oftmals sind die Bettler schneller, weil die natürlich auch ahnen, dass sie zum Telefon greifen. Wenn wir sie feststellen, dann muss klar sein, ist es eben eine Form der Bettelei, die wir alle gesellschaftlich noch akzeptieren, nämlich eine Form, die völlig frei ist von Aggressivität, von Bedrängen, von Anfassen, von in den Weg stellen, von Festhalten, sondern eben einfach nur die Bitte um einen Geldbetrag. Das ist eine Form der Bettelei, dieses aggressionslose Betteln, die wir insgesamt alle gemeinsam tolerieren. Aggressives Betteln wird nicht toleriert. Da gibt es eine Vielzahl von Polizeiverordnungen und Stadtverordnungen, die das auch entsprechend bewähren. Die Polizei kommt, rufen Sie sie bitte, Sie sollen sich in dieser unsicheren Situation nie alleine führen, rufen Sie den Funkwagen, wir stellen die Personalien fest, wir checken die Leute durch, ob Haftbefehle vorliegen, ähnliches, wir sprechen Platzverweise aus, damit also auch dort die Situation erstmal beendet ist. Das ist in aller Regel ein probates Mittel und ansonsten eben auch tatsächlich die Anzeige als Ordnungswidrigkeit über die Polizeiverordnung der jeweiligen Kommune. Ja, und wieder bleibt mir der Dritte im Bunde an dieser Stelle. Ich will noch mal eins aufgreifen, was Sie angesprochen haben mit dem Vorzeitarrest oder wenn der Minister darauf eingegangen ist. Wir haben historisch, waren mal an den Rathäusern überall Arrestzellen. Und wir mussten die jetzt gerade im Rathaus, im Umbau, dort im hinteren Teil war ja die Polizeiwache, haben wir die jetzt, da die ja unter Denkmalschutz stehen, haben wir die erhalten müssen. So eine ähnliche gab es in Zitschmich, gab es überall. Und da ist einfach die Frage, Denkmal heißt ja auch Denkmal nach. War denn das wirklich so verkehrt? Und ich halte das, was Sie angesprochen haben, das muss jetzt nicht am Rat, das will das nicht unbedingt haben, das kann wegen mir auch vom Polizeirevier sein. Aber diese Kurzzeitstrafen, einfach mal für einen Tag, für zwei Tage, denk mal nach, das ist sowohl für den und insofern ist Denkmalschutz manchmal auch sinnvoll, was es alles gab. Und vielleicht übergeben soll. Aber zu den zwei anderen Punkten will ich noch was kurz sagen. Das eine, und ich werde da auch nie locker lassen, ist dieser Sichtbarkeitsdruck, den Sie angesprochen haben. Und da sind wir uns ja auch so weitgehend einig. Wir wollen, hatte ich gesagt, zwei GVPs einstellen, zusätzlich um Präsenz zu bringen. Und ich appelliere nochmal an auch die Polizei. Sesiva und Bürgerpolizisten sind dafür wichtig für diese Präsenz. Wir haben auch eine Uniform, also unsere haben die gemeindlichen Vollzugsbedienstete haben eine Uniform, eine blaue Uniform, gemeindlicher Vollzugsbedienstete und Stadtwappen drauf und die Polizei steht Sächsische Sicherheitswacht drauf oder Bürgerpolizisten in Uniform, damit einfach für diese Sachen Bettelei auch einfach eine sichtbare Ansprechpartner niederschwellig ist. Das muss ja nicht der hochausgebildete Kriminalkommissar sein an dieser Stelle. Da sollten wir gemeinsam an einen Strang ziehen und dann auch gemeinsam uns absprechen, wie wir die aufschreiben, stecken. Wir leisten unseren Teil und wir geben auch das Geld für die Sesiva einen Schritt weit dazu, das werden wir auch weiterhin tun. Und ich bitte einfach auch da in der Ausbildung was zu tun, dass wir die relativ schnell die Ersatzabgänge auf die Straße wieder kriegen, dass die einfach sichtbar sind. Und das Dritte, was ich anbiete. Noch eine Frage, gehen die zu Fuß, haben die ein Fahrrad, haben die ein Pferd? Ja, mit dem Pferd sind wir nie unterwegs. Das wäre zwar von der Karmaistadt ganz hübsch. An der Stelle vielleicht zum Karmaifest können wir die dann aufs Pferd bringen. Aber im Regelfall sind die zu Fuß. Die sollen ja auch zu Fuß möglich sein. Tatsächlich, wenn sie Jugendfreizeittreffs sind, sind sie auch mal mit einem eigenen Auto unterwegs oder mit dem Fahrrad. Aber im Regelfall sollen die ja bewusst sichtbar zu Fuß laufen, dass sie auch angesprochen werden können von den Bürgern einfach relativ rasch, um diese Hemmschwelle wegzunehmen. Das andere, was ich anbieten würde, wir hatten es schon mal jetzt in der letzten Sicherheitskonferenz angesprochen. Wir würden einfach auch der Polizei anbieten, sagen wir mal vierteljährlich oder halbjährlich im Amtsblatt
die Sachzahlen dort zu stellen, weil auch das gehört zu einer Versachlichung der Debatte dazu. Wie haben sich die Zahlen entwickelt? Was gibt es für aktuelle Probleme? Das haben wir ja über Jahre mit den Arbeitslosenzahlen, mit anderen, und auch das würde helfen, denke ich, hier eine Versachlichung reinzubringen, um dann nicht Emotionen überkochen zu lassen, die natürlich immer mit dabei sind. Und das würden wir also anbieten, dass wir der Polizei das zur Verfügung stellen. Wir müssen uns mal absprechen, wie wir das ins Amtsblatt kriegen. Ja, meine Damen und Herren, damit geht der Vorabend jetzt zu Ende. Danke an alle Wohnungsgenossenschaften, dass ihr das überhaupt angerührt habt, den Landesbünden, dass wir hier sein konnten, dem Oberbürgermeister für die deutlichen Worte, und mal sehen, was in der Auswertung rauskommt. Das werde ich dann entsprechend zuspielen, sodass ihr damit auch arbeiten könnt. Bei der Polizei haben wir gesehen, glaube ich, wenn wir mal wieder das eigene Revier haben, Coswig-Radebeul, dann sind Sie hier noch wichtiger als in Meißen. Also, aber Sie haben alle gehört, ich glaube, die Polizei achtet auch auf Radebeul, hat hier das Augenmerk mit drauf. Ja, und der Bundesinnenminister Schlumpf, mit Ihnen haben wir den richtigen Mann. Das haben alle jetzt hier mitgekriegt, was Sie da alles so gesagt haben, auch in wirklich mal deutlichen Worten, sodass es auch jeder mitnehmen kann. Ob es jetzt die Justiz war, der Warnschussarrest, die Personalaufstockung, bis hin auch, denke ich, mit Ihrer Worte zur Videobeobachtung. Was lasse ich damit jetzt? Ich lasse mich lieber einmal mehr fotografieren als verprügeln. Wir haben ja immer Angst, Persönlichkeitsrechte und so. Ich denke, Sie haben das in das richtige Licht gesetzt. Und man kann hoffen, dass Sie uns dann noch lange so erhalten bleiben. Ihnen wünsche ich eine schöne Pfingsten, kommen Sie gut nach Hause und schauen Sie mal, ob in Ihren Wohnungen jetzt noch alles drin ist. Ich habe die Tore abgehört.